trete ein für gute Arbeit. Und gute Arbeit ist eine, die Mindestlöhne hat, dass die Menschen, die arbeiten, auch davon leben können, dass Arbeit ordentlich bezahlt wird, dass Arbeit nicht krank macht, dass Arbeit auch so sicher ist, dass man nicht rechnen muss, wenn der Börsenkurs steigt, wird der Arbeitsplatz abgebaut, dass die Familie Planungssicherheit hat und dass man auch, wenn man im Alter ist und seine Rente bezieht, den Lebensstandard halten kann, den man hat und nicht, wenn man vielleicht nicht mehr kann körperlich, solche Abstriche hinnehmen muss, dass man in Altersarmut lebt. Und gute Arbeit ist eine, die Mitbestimmung vorsieht. Und ich glaube, Mitbestimmung ist was ganz besonders Gutes, weil es nämlich dafür sorgt, dass die, die am Interesse daran haben, dass ein Betrieb nachhaltig Erfolg hat und nicht nur kurzfristige Profite dabei herauskommen, dass das eben gewährleistet wird. Gute Arbeit heißt, dass die Leistungsträger in unserer Gesellschaft, das sind die, die für andere arbeiten, das sind die Busfahrer, das sind die Krankenschwestern zum Beispiel, das sind die Polizeibeamten, das sind die Werftarbeiter, das sind ganz, ganz viele, die sich ins Zeug legen und die hart arbeiten, unserem Wohlstand erarbeiten, dass sie in diesem Wohlstand auch fair beteiligt werden und dass es nicht Manager sind, die Fehlentscheidungen treffen und bezahlen müssen es die kleinen Leute. Also gute Arbeit heißt, gemeinsam mit den Gewerkschaften dafür sorgen, dass wir Arbeit haben, die auch vernünftig ist und die auch dem Grundsatz dient, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist und nicht umgekehrt.